So, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Genau, wir sind dabei, unsere erste Basis oder beziehungsweise unsere erste von vielen Fabriken zu bauen. Ich habe mich dazu entschieden, doch mehrere kleine oder beziehungsweise mehrere große zu bauen und wo quasi alles an einen Umschlagplatz geliefert wird und von dort aus wieder irgendwo hingeliefert wird. Muss mal gucken, ob ich das so mache. Fände ich eigentlich ganz geil, zum Beispiel einen so großen Riesenbahnhof zu bauen, wo alles Import-Export-mäßig raus und reingeht. So wie es in der echten Natur ja eigentlich auch so ist. Genau, muss mal gucken, ob ich das jetzt so mache oder nicht. Ich wollte jetzt noch mal erstmal gucken. Schmelzofen, brauche ich noch diese Kupferstange, diese Eisenstangen hier noch ein paar. So. Ja, damit können wir ein bisschen was anfangen. Denn meiner brauche ich jetzt noch nicht. Den mache ich eh unten. Oh, Constructor brauche ich diese verstärkten. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, wie viele ich beispielsweise jetzt baue. Also, ist da, wie viele Constructor, wie viele Schmelzöfen. Weil man kann die ja später noch übertakten. Und das heißt, sie arbeiten dann noch schneller und noch effizienter und so. So. 2, 4, 3, 6. Gut, dann nehmen wir noch mal ein bisschen Dingens mit hier. Zementsäcke und dann fangen wir oben an. Kalkstein, wunderschön. Ja, weil wir brauchen Eisen im Moment am meisten. 150 Stangen, 150 Platten. Das ist schon eine Menge. Oder beziehungsweise es ist für mich jetzt schon eine Menge. Es wird dann auch richtig krass, wenn wir dann richtig, ja, ein Spiel voranschreiten. So, alles mal weg hier. So, jetzt nochmal. Die Frage aller Fragen ist, wie tun wir das logistisch jetzt quasi machen? Lassen wir von dort, quasi hier so, die Erze ankommen? Würde ich ja eigentlich schon machen, ja, ne? Dann tun wir das gleich. Das haben wir noch gar nicht. Okay, das wird ja hier eine Eisenfabrik. Dann können wir ja schon mal die Wände hier überall hinbauen. Oh, oh. Oder obwohl, das passt schon noch. Produktion. So. Ihr seht, es gibt dort einen Eingang und einen Ausgang. Das Orangene muss quasi nach hinten, weil von dort quasi das Eisen kommt. Genau, dann bauen wir mal drei Stück. Das sollte erstmal reichen. Vorerst. Ihr macht alle Eisen, bitte. Genau. Genau. So, dann brauchen wir den Constructor. Wo haben wir den? Den haben wir hier. Da gibt es ebenfalls wieder einen Ein- und Ausgang. Da bauen wir so. So. Dann haben wir zwei Constructor und drei Öfen. Das ist erstmal okay. Die produzieren erstmal alle Eisenplatten. Können wir schon die Förderbänder bauen? Ich glaube nicht. Doch, könnten wir. Gut. So.
Zu teuer wegen einer Platte, ich raste aus. So. Dann haben wir das erstmal. Die laufen natürlich noch nicht und arbeiten auch noch nicht, weil sie A, kein Eisen bekommen und B, kein Strom haben. Für Strom brauchen wir wieder etwas Neues. Und zwar die ganze Stromgeschichte. Und da muss ich ebenfalls wieder gucken, weil ich es ja schön haben möchte. Ach Mensch, hier fehlt daran alles irgendwas hier, ey. Ist ja der Wahnsinn. So, wir brauchen Kabel, Drähte, Platten, alles. Dann gehen wir mal zu unserer Kupferverarbeitung da hinten. Ach, das wird so schön. Wenn wir dann später alles automatisiert haben, wir gehen einfach nur noch an Kisten und da ist alles drin. Ach ja. So, haben wir hier. Wunderbar. Alle, hopp. Ist das Licht oder so? Was ist das hier? Sind das Monitore? Naja, okay. Dann tun wir erstmal die Kupferbarre wieder verarbeiten. So, ich brauche Drähte. Dann brauche ich Kabel. Das reicht auch schon. Dann brauche ich Platten. Dann brauche ich Stangen noch ein paar. Und das dürfte es erstmal gewesen sein, genau. Alt. Obwohl habe ich eh gar nicht geholt. Passt. So, da wären wir. Also, an ein so einem schönen Mast können wir im Moment noch 4 Kabel dranhängen. Das heißt, 1, 2. So, ich möchte, dass wir wieder synchron haben. So. 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 Dann haben wir die 2 Öfen verbunden, die 2 Constructor verbunden. Und die 2 Mäste sind miteinander verbunden. Master, Mäste, ja, keine Ahnung, Domestos. Das passt auch. Dritten Constructor können wir noch nicht bauen, deshalb brauche ich den auch noch nicht anschließen. Ich will erstmal nur gucken, dass es mit 2 erstmal läuft. So. Dann tun wir hier dann was nochmal um 1 erweitern. Genau. Als nächstes sollten wir dafür sorgen, dass wir den Strom hier von da unten irgendwie bekommen. Deshalb, zack. So, das wird jetzt nur provisorisch. Keine Panik. Weil wir brauchen Power of Love.
Wunderbar. Dann ist das mit Strom auch verbunden. Und da können wir dann nichts reinschmeißen. So ein 200 Stack gibt es da immer nur. Zack. Wunderbar. So, dann nehmen wir uns von den zwei Hübschen hier. Nehmen wir mal 200 Eisenerz mit. Und latschen mal da hoch. Und testen mal, ob das überhaupt läuft. So, dann hauen wir mal hier Erz rein. Und da hauen wir Erz rein. Oh. Perfekt. Wir sehen, braucht er 4 Sekunden, um eine Platte herzustellen und das vollkommen automatisch. Wunderbar. Ja, und bei 100 ist voll, dann arbeitet die Maschine nicht mehr. Und beispielsweise, wenn wir jetzt in Kintbuktu wieder irgendwo rumrennen, sollten wir auch dafür sorgen, dass die Maschinen wirklich die ganze Zeit arbeiten, weil sonst bringt uns das ja wieder auch nichts. Ach, uns fehlt mal wieder irgendein Mist. So, und da sind die Platten, die laufen dann in den Container und dann ist der Container, bis der voll ist, ist Weihnachten. Das heißt, eine unendliche Quelle. Was ich mal ganz kurz gucken wollte. Warum kann ich den Dings-Container hier nicht bauen? 5 Stangen. Ich brauche Barren. Wunderbar. Ja, da haben wir jetzt erstmal eine Fabrik, die quasi für uns Eisenplatten herstellt. Wir haben kein Zement mehr. Wunderbar. Und das vollkommen automatisch. So, wir produzieren jetzt 16 Megawatt Strom von 20, das heißt, wir sind hart an der Grenze. Das heißt, noch mehr geht wahrscheinlich nicht, da knackt dann immer die Sicherung durch. So, den kann ich jetzt erstmal hier wegmachen. So, jetzt haben wir 40 Megawatt, da eben 2 Biogeneratoren an einen Strommast hängen. Deshalb, wir sind erstmal versorgt. So, dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. Was ist denn das hier alles? Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Den anderen Mist lasse ich erstmal drinne. Als nächstes gucken wir, dass wir das Upgrade jetzt mal fertig kriegen. Also da oben laufen jetzt die Platten. Dann holen wir uns jetzt mal Kupfer. Dass wir den Kupfermist jetzt auch haben. Und als nächstes sollten wir dann gucken, dass auch ein Förderband da hochrennt mit dem Eisenerz, weil irgendwann sind die Öfen dann auch leer. Und dann läuft dann da oben auch wieder nichts. So. Nehmen wir das. Wir hatten sogar noch 65 dabei, habe ich gar nicht gesehen.
So. Ja, jetzt müssen wir jetzt erstmal wieder umbauen. ...500 Drähte. 100 haben wir schon, also 99. Ach genau, falls Fragen aufkommen sollten, wo man sich das Spiel erwerben kann. Das Spiel kann man sich nur aktuell im Epic Game Store runterladen bzw. kaufen. Auf Steam soll es kommen, soweit ich weiß, aber aktuell gibt es eben nur auf Epic. Aber da wegen Lizenzgründen und, ne? Kennst du ja nicht anders da. Aber im Grunde finde ich den Epic Store eigentlich noch nicht mal so schlecht. Haben wir ja am Stream schon mal drüber gequatscht. Ich finde es einfach nur lästig. Man braucht inzwischen für, was weiß ich, man hat 200 Spiele oder so, da braucht man inzwischen fast 6 Launcher oder so. Das ist ein bisschen ätzend. ...300... ...50... ...400... Ja, die Kupferdrähte sind auch recht einfach. Aber es stapelt sich. So, dann gucken wir mal, was unsere Fabrik da oben macht. Ich denke mal, das Eisenerz wird ausgegangen sein. Naja. Ist alle. Deshalb. Boots. Boots. So, da guck mal. Während wir jetzt weg waren, was der hergestellt hat. 27 und 31. Ja, ist doch okay. Damit kann ich arbeiten. Besser als den ganzen Mist selber herzustellen, wa? So, hier können wir noch 50 herstellen. Wollen wir denn da jetzt 100? Ja, perfekt. Haben wir die 150 auch schon mal fertig? 40 und 50. Zack, zack. Und dann brauchen wir nur noch die Eisenstangen herstellen. Dann sind wir durch. Beziehungsweise mit dem ersten Upgrade Meilenstein. Naja, Leute. Also, das war's dann erstmal jetzt für diese Aufnahmesession. Wenn euch das Spiel gefallen hat und das Let's Play euch auch ebenfalls gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann könnten wir das vielleicht auch als, ja, als nächstes, ja, so ein bisschen Endlos-Projekt machen, wenn ihr Bock darauf habt. Also ich hätte schon Bock, mich reizt das Spiel schon, aber ich richte mich da eher nach euch. Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare, dann können wir das auch gerne mal zusammen streamen. Und, genau. Also Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.